Ja, hallo liebe Radfreunde. Wir sitzen jetzt bei mir im Auto und ich würde gerne ein kleines Tutorial drehen, wie man beim Astra J diesen Flexfix Fahrradträger benutzt. Weil beim Auto ist nur so eine ausgedruckte Anleitung dabei und oh, die ist jetzt nicht ganz so speziell. Also besser ist, wenn man sich das mal anguckt. Darum fahren wir jetzt mal auf einen ruhigen Parkplatz. Und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Bis gleich. So. Jetzt sind wir hier am Auto und dieser Flexfit Fahrradträger erfordert, dass wir zuerst mal den Kofferraum aufmachen. Im nächsten Schritt öffnen wir hier diesen Mechanismus und passen auf, dass wir nicht hinterm Auto stehen, weil der schießt gleich hier hinten raus. Und wir ziehen den Fahrradträger komplett heraus. Bumm. Jetzt nehmen wir die Rückleuchten aus dem Auto. Erstmal die, die nach hinten liegt. Klappen hier diesen Fuß oder Arm um und stecken das Teil hier an die Seite. Und genauso die andere Lampe, die nach vorne liegt, klappen diesen Arm um und wir stecken die Lampe hier in diese Schiene. Hier drin ist ein Loch und hier ist so ein Schnapper. Jetzt stecken wir die Schiene da rein, den Schnapper hoch und schauen, dass die Lampe richtig arretiert ist, dass er auch nicht rausfällt. Jetzt machen wir mit den Arretierung für den Fahrradträger weiter. Das sind dann die hier. Dazu den rechten nach vorne und den linken nach vorne. Das war's. Wenn hier mal das Fahrrad drauf ist, kriegen wir den Kofferraum nicht mehr auf und nicht mehr zu. Darum erst gucken, was wir alles noch aus dem Kofferraum brauchen. Jetzt erstmal nichts und die Klappe zu. Jetzt klappen wir die Kurbelstütze für das vordere Fahrrad raus. Das geht so. Schnipp. Die schnappt da hinten ein. Und nehmen hier diese Arretierung raus. Und schauen uns mal dieses Teil ganz genau an. Denn hier sind zwei Einkerbungen. Wenn später die Kurbel hier drin sitzt, unbedingt darauf achten, dass die Kurbel ganz hier unten sitzt. Weil dann kann man dieses Teil reinschieben. Unterhalb dieser Kante muss es sitzen, mit der Oberkante. Weil wenn es dann festgeschraubt ist, kann es nicht mehr nach oben rutschen. Ja? Wenn man das nicht richtig macht, kann es sein, dass das Fahrrad gegen das Auto kippt. Das wäre ganz schlecht. So, okay, haben wir das schon mal gezeigt. Hier innen drin ist noch so ein einstellbares Teil. Da kann man anpassen, ob man eine krumme Kurbel hat, so wie mein Fahrrad, oder eine gerade Kurbel. Bei mir muss ich es ganz zurückdrehen, weil die Kurbel ist krumm. Und als nächstes fahren wir jetzt die Füßchen aus, die die Räder festhalten. Dafür gibt es hier diese Knöpfe. Da drücken wir drauf. Und wir können das hier rausziehen. Da sind auch Nummerierung und ich habe mir damals, als ich mein Fahrrad das erste Mal angepasst habe, hier mit so einem Labelwriter aufgeschrieben, dass ich das linke auf 6 ziehen muss und das rechte auf 7. Auf der rechten Seite natürlich genau das gleiche. Ich ziehe das raus bis 7. Eingerastet. Diesen Gurt lösen. Und dann holen wir mal das Fahrrad. Jetzt müssen wir natürlich die Kurbel an der Vorderseite ganz nach unten drehen und schön vorsichtig das Fahrrad nehmen und die Kurbel hier einführen.
dabei darauf achten, dass die Räder hier an diesen Fangbändern anliegen. So, die Kurbel vom Fahrrad sitzt jetzt hier in dem Kurbelhalter. Wir nehmen das Teil mit dem Bändchen nach oben rechts und schieben das hier rein, dass es unterhalb von dieser Kante sitzt, und können das hiermit arretieren. Dabei schauen wir natürlich, dass das Pedal hier lose ist, weil wenn das hier irgendwo stramm drauf sitzt, zerschrammt es den ganzen Flexfix-Fahrradträger. Nochmal dran wackeln, okay. Jetzt machen wir an den Rädern noch diese Bändchen fest. Die Seite ist ein bisschen schwieriger, weil das alles verdeckt ist hinten dran. So, hubala. Entschuldigung, hier geht es ein bisschen bergab. Das war jetzt der ganze Spuk mit dem Flexfix-Fahrradträger. Der Abbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Erst an den Rädern die Bändchen lösen, dann das Fahrrad festhalten, ganz wichtig. Dann die Kurbel lösen, das Fahrrad rausheben, alles zurückklappen, den Fahrradträger, die Lampen abbauen, wieder am Auto verstauen. Dazu dann kurz den Kofferraum aufmachen, das Hebelchen ziehen und den letzten Rest reinschieben. Und dann ist das Ding schon wieder weg. So, ich zeige euch noch kurz was, was halt ganz wichtig ist. Schaut mal her, wir haben hier 3 Finger zwischen Auto und Pedal. Also immer schön festhalten, sonst gibt es eine Beule im Auto. Und das wäre nicht so schön. Also, gute Fahrt mit dem Astra und dem Flexfix-Fahrradträger.